Hallo und herzlich Namaste. Willkommen. Arigato. Willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute zwei Bollywood-Trailer an, die am gleichen Tag erschienen sind. Und das eine ist Race mit Shah Rukh Khan. Das andere ist Kabil mit Hrithik Roshan. Und ich bin nur zur Deko da, also. Nicht jetzt. Also, meine Favoriten sind ja Shah Rukh Khan und Hrithik Roshan. Und ich bin halt neugierig, welches besser ist. Ja, wir schauen jetzt mal beide Trailer an und sagen dann, welches uns so mehr anspricht oder welches besser ist. Ja. Und wir haben es noch nicht angeschaut, so lange her. So, dann fangen wir an. Fangen wir an. 3, 2, 1. Let's go. Okay. Zwei Boote. Schiffe, Schleppen. Super, erkannt quasi. Ja, wow. Krass, gell? Was tun die wohl? Illegales Zeug bestimmt. Ja. Ich hab gehört, das ist ein Mafia, ein bisschen Mafia. Oh, das sind ja viele Flaschen. Ja, vielleicht schmuggeln die. Warum so viele Flaschen? Ich wollte nicht sagen, die schmuggeln vielleicht Flaschen, aber anscheinend. Ja, was schmuggeln die? Das fährt über die Flaschen, die armen Flaschen. Die Flaschen. So ein Hobby. Das ganze Alkohol. Das ist Alkohol. Ich glaube, das ist Schmuggel. Ja, das ist Schmuggelware. Red Twitch. Oh, oh. Shah Rukh Khan. Wie sah das aus? Hat der Eyeliner oder so? Money, money, money. Der hat aber viel Geld. Illegales Geld. Ich glaube, der spielt wieder Mafia, Mafiosen wie bei Don. Ah, ich habe auf Instagram so Bilder gesehen davon. Ich glaube, Mahira Khan heißt die, glaube ich. Gleiche Nachname. Bei Del Valle hat die auch Mafia gespielt. Vielleicht war das nicht so gut und macht jetzt noch einen Mafia-Film. Sieht nach so einem Masthalle aus, so Action mit Romanze. Oh je, jetzt haben wir das Ende schon gut vorstellen. Ja. What? Also ist jetzt eine Mafia oder wie? Wenn ich glaube, das ist eine Mafia. Ja. Also in der Stadt wie Don. Ja, ich glaube, nur, dass er da Gefühle hat oder wie? Und da hat er, glaube ich, auch eine Romanze dabei. Ja, okay, Mafia weiß ich jetzt nicht, vielleicht der Schmuggler. Also, schminkt er sich oder habe ich es falsch gemacht? Ja, schon, oder? Das ist Eyeliner. Wow. Das ist Eyeliner. Das betont seine Augen. Ja, wie Johnny Depp. Das sucht er keine Ahnung. Ui. Doch mal. Nackenbruch. Action mit Shah Rukh Khan. Ich glaube, das ist eher Action der. Action und Romanze passt immer zu ihm. Cool. Ich glaube, dass es der Boss ist. Ja, schon vorbei. Abel. Sollten wir mal angucken. Ja, nicht schlecht, ne? Mal schauen, mal, ich glaube im Sommer erscheint es dann in Deutschland. Ja. Ich hoffe, es sind wieder viele Lieder da. Ja, ja. Da sind Lieder. Schaut cool aus. Wobei die alten Lieder sind am schönsten, ne? Ja. Wieder bunt. Gut, dass es auch bunt ist. Shah Rukh Khan. Mein Name ist Khan. Oh, kannst du zählen. Das heißt mal wieder viel Musik. Ich kaufe Kampfszenen, oh mein Gott, ich liebe Kampfszenen. Oh, okay. Da bin ich gespannt. Reis. Action, Romanz, der Beste. I'm coming. I'm coming. Cool. Reis. Und das ist jetzt in Indien gedreht worden, oder wo ist es? Mhm. Ja. Höchstwahrscheinlich. Ich denke okay, jetzt das nächste, So ein richtiger Masthall eigentlich. Ja, ja. Sehr interessant. Ja, reden wir heiß um den heißen Brei. Machen wir weiter. Dann schauen wir jetzt Kabil an. Kabil mit Hrithik Roshan. Hrithik. Der Mann mit den zwei Daumen. Er ist so toll. Okay, eins, schon voll alt geworden, zwei, drei. Bande, Rohan. Den gleichen Namen wie immer. Rohan. Rohan. Rohan, wie immer. Ah, der ist, glaube ich, blind. Nein, oder? Also sie... Doch, beide sind blind. Beide sind blind. Sag jetzt nicht, sie verlieben sich. Oh, Liebe auf den ersten Blick. Ja, aber. Oder ist er eigentlich okay, tut mir leid, tut mir leid. Liebe auf dem ersten Gefühl oder was? Erinnert mich an Fana. Auf den ersten Treffen halt. Fana? Oder ach so, war, ja, stimmt. War auch blind. Ja, aber da sind jetzt beide blind. Ja. Nicht, dass sie runterfallen. Oh, es ist echt gefährlich. Ja. Ist es jetzt nur eine Romanze oder was? Ja. Wahrscheinlich bist du noch traurig oder so. Okay, die haben Spaß, das ist schon mal gut. Die haben echt. Also bei Bollywood fängt es immer mit Spaß und Glück irgendwie an, ne? Aber. Ich glaube schon, dass es traurig wird, weil. Das kann nicht nur das drin sein. Da muss eine Dramatik passieren. Aber die lieben sich. Ich kann mir schon mal vorstellen, weil wenn zwei blind sind. Vielleicht so wie Tara und Pum oder so, keine Ahnung. Was die Arme. Ja, nicht arm, aber halt was anderes Trauriges. Ui, Achterbahn. Oha. Oh, jetzt. Kam da. Ich hab schon.
Ach du Scheiße. Sie wird entführt. Sie wurde gefesselt. Und. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist bestimmt wie Dings, ja. Ja, gefesselt. Vergewaltigt. Echt? Ja. Das Blöde ist, du bist blind. Du weißt nicht, wie die aussehen. Ist die Frau jetzt tot oder was? Ja, ich weiß nicht. Danke. Das zeigen die, glaube ich, noch nicht. Ich werde das beenden. Das ist, glaube ich, dann errecht sich dann. Auf jeden Fall. Geil. Aber wie will er als Blinder sich das machen? Ja, das ist spannend. Das freut mich auch. Oh. Oh, ich habe jetzt voll traurig. Die Story ist voll links. Richtig interessant. In diesem Spiel gibt es krass. Oh. Oh mein Gott. So, am 26. Also es ist... Zwei Tage danach. Mhm. Krass. Shit. Das ist echt geil. Shit. Das ist richtig interessante Story. Ich habe schon Gänsehaut bekommen. Ich auch. Krass. Also, boah. Ja, also die Filme könnten wir... Also beide Filme sind wirklich Bombe. Also vom Trailer her sehen die echt Bombe aus. Und ich muss sagen, Kabil wirkt interessanter, weil das ist irgendwie ein bisschen neu. Die Geschichte ist halt eigentlich... Im Bollywood ist das, finde ich, neu. Ja. Dass dann gerecht wird. Und ja, okay. Ich meine, so eine Handlung ist neu. Ja, also dass es zwei Blinde sind. Ich frage mich immer noch, wie sie sich verlieben konnten. Noch mehr Dramatik pur eigentlich. Und da tun mir die Menschen ja leid. Ja. Die Frau, ich frage mich, ob die lebt oder nicht. Ich muss es anschauen. Ja, das waren die zwei Trailer. Ja. Wollt ihr was sagen? Also meine Meinung, Shao Kahn, natürlich Favorit. Und vierte Kröcher, aber... Also ich könnte mich irgendwie nicht entscheiden. Ich fühle mich so, als würde ich Shao Kahn betrügen, wenn ich jetzt sage, dass sie Kabil... Also Shao Kahn geht immer vor. Ja, aber ich finde jetzt, Kabil würde ich zuerst anschauen und danach... Wir schauen halt beide und dann können wir gucken. Ja, gleichzeitig. Ja. Eigentlich musst du ja als erstes anschauen. Ja. Wir bewerten alles, die Länge, Schnittszenen und so weiter. Wo es gedreht wird, tun wir alles bewerten. Ja. Ist ja nicht so, dass wir keine Zeit haben. Ja. Im Sommer haben wir schon viel Zeit. Ja, wir freuen uns schon auf den Sommer, wenn die beiden Filme auf Deutsch erscheinen. Ja. Dann und bis dahin gucke ich es mir im Internet. Aha. Okay. Ich warte lieber. Okay. Das Video dauert schon viel zu lange. So, abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, liked nicht es. Abonnieren, nicht liken. Nein. Abonniert, kommentiert. Blockiert diese Kanal. Und für mehr Reactions könnt ihr gerne anfragen und drunter schreiben, was ihr gerne wünschen würdet. Über alles Reaction, egal was. Oder melden einfach. Ich weiß, wir haben nicht wirklich auf die Kommentare geschaut, aber jetzt gucken, jetzt haben wir Zeit. So, dann verabschieden wir uns. Namaste. Um.